Sportschau Live, der DFB-Pokal mit Lisa Tellers. Die volle Dröhnung DFB-Pokal gibt's jetzt für euch. Die erste Runde im Pokal steht an und zur besten Fußballzeit gibt's jetzt jede Menge klein gegen groß. 6 Spiele parallel in der großen Konferenz oder auch jede Partie als Einzelspiel. Jetzt hier bei uns. Wir freuen uns drauf. Der Bundesligist Heidenheim hat es heute Nachmittag schon vorgemacht, ist souverän mit einem 8:0 gegen den Rostocker FC weiter. Und gerade in der Verlängerung sind Rot-Weiß Essen und der Hamburger SV, es steht 3:3. Dieses Spiel hört ihr natürlich auch bei uns hier bei Sportschau Live. Und wir begrüßen auch heute einige Neulinge, aber auch Dauerbrenner im Pokal. TuS Maccabi Berlin ist als erster jüdischer Verein mit dabei und empfängt heute den VfL Wolfsburg. Lok Leipzig hat die Eintracht aus Frankfurt zu Gast. Unterhaching spielt gegen den FC Augsburg. Oberachern begrüßt den SC Freiburg im alten Dreisamstadion. Rot-Weiß Koblenz trifft auf den ersten FC Kaiserslautern und der FC Illertissen hat's mit Fortuna Düsseldorf zu tun. Und der SC Freiburg, der kehrt heute für ein Spiel ins Dreisamstadion zurück, in ihr altes Zuhause. Diesmal allerdings als Gast, denn sie sind heute in der ersten Runde beim SV Oberachern zu Gast. Patrick Schmid, besondere Stimmung also heute im Dreisamstadion. Stadion? Ja, das hat man gemerkt, als gerade eben die Freiburger Vereinshymne erklungen ist. Da haben Schals in Rot und Weiß geschwenkt, sondern eben auch die Oberachener zu großen Teilen. Die haben blau-weiße Vereinsfarben, aber das Ganze ist ja nur 70 Kilometer von Freiburg entfernt und das hat auch der Oberachener Trainer Fabian Himmel gesagt. Ich bin Freiburg-Fan, die meisten aus meiner Mannschaft sind Freiburg-Fan. Ich hatte Pipi in den Augen, als wir dieses losgezogen haben. Also das ist eine Partie, auf die sich alle freuen. Ob es jetzt den ganz großen sportlichen Wert hat, wage ich auch mal zu bezweifeln. Als Fünftligist ist es schon extrem schwer, einen Erstligisten rauszuhauen. Das gab es erst ein einziges Mal. 2001 hat damals der SSV Ulm den ersten FC Nürnberg geschlagen. Ansonsten ist das noch nie vorgekommen. Und dementsprechend ist die Wahrscheinlichkeit auf eine Sensation hier natürlich nicht so wahnsinnig groß. Haben wir natürlich im Blick. Vielen Dank dir, Patrick Schmid. Sportschau Live, der DFB-Pokal. Und jetzt die erste Halbzeit. Ein Auswärtsspiel daheim. Der SC Freiburg spielt beim SV Oberachern im Freiburger Dreisamstadion. Herzlich willkommen zu dieser Erstrundenparty. Nur rund 70 Kilometer Luftlinie trennen Oberachern und Freiburg. Statt von Rivalität ist dieses Pokalduell aber von gegenseitiger Sympathie geprägt. Der Oberachener Trainer Fabian Himmel ist selbst Freiburg-Fan, genauso wie große Teile seiner Mannschaft. Und für die Freiburger ist es wie Heimkommen, so formuliert es Christian Streich. Zurück im Dreisamstadion, in dem der SC 67 Jahre lang gespielt hat. Bis zum Herbst 2021. Für die Freiburger ist es das erste Pflichtspiel in dieser Saison. Die Oberachener, die hatten schon eine Partie in der Oberliga Baden-Württemberg, also in der fünften Liga, sind sie unterwegs. Dort gab es eine 1:4 Klatsche, also keine besonders tolle Generalprobe für dieses Spiel hier gegen Göppingen. Allerdings ist das auch einer der Top-Favoriten dieser Liga und Fabian Himmel, der Coach, sagt auch, davon lassen wir uns nicht beeindrucken oder beeinflussen. Die Oberachener werden dieses Spiel gleich eröffnen. Schiedsrichter der Partie ist Richard Hempel, der ist sonst vor allem in der zweiten Liga unterwegs und die Oberachener mit 8 Spielern, die auch in der vergangenen Saison in der ersten Pokalrunde gegen Borussia Mönchengladbach von Anfang an gekickt haben. Damals gab es ein 1:9. Heute wollen sie auf jeden Fall weniger Gegentore kassieren und nicht so schnell in Rückstand geraten. Vor einem Jahr hat es schon in der zweiten Minute geklingelt. Die Stimmung ist prächtig. Es ist untereinander nicht wie in vielen anderen Stadien und Duellen irgendwie Hass oder ähnliches. Nein, man begegnet sich hier sympathisch und auf Augenhöhe und
Es ist zweigeteilt, das Dreisamstadion. 12.000 Oberachener Fans, 12.000 Freiburger Fans und der SC durfte sogar in die Heimkabine, in der man ja früher unterwegs war. Die Freiburger in der eigenen Hälfte am Ball, ohne Neuzugang in der Startelf mit Ginter. Langer Ball links in den 16er rein, von der Grundlinie kommt die Flanke an den 5er Kopfball Grifo, aber nicht aufs Tor. Die Freiburger bleiben dran, rechtes 16er Eck mit Doan Zuspiel, wieder auf Grifo, aber auch da sind die Oberachaner erstmal zur Stelle und schießen den Ball hoch und weit hinten raus Richtung Mittellinie. Wieder Matthias Ginter, blondierter Abwehrchef inzwischen. Und dann ist der Ball erstmal im Seitenaus, aber das war die erste Torannäherung der Freiburger, die hintenrum spielen über Torhüter Atubolu. Auch das ist neu bei den Freiburgern, denn Marc Flecken hat den Verein ja gegen Brentford verlassen und Atubolu ist die neue Nummer 1 beim SC, zuletzt ja in der zweiten Mannschaft dort gespielt und jetzt darf er sich hier im ganz großen Fußball beweisen, auch in der letzten Saison schon zwei Partien im Pokal gemacht, gegen Sandhausen und St. Pauli. Beide Spiele haben die Freiburger gewonnen. Er hat den Ball jetzt, spielt komplett im Textmarker Gelb und die Oberachaner haben schon mal ihr erstes Ziel erreicht, denn sie sind nicht ganz so früh auf jeden Fall mal in Rückstand geraten wie vor einem Jahr gegen Borussia Mönchengladbach. Die Freiburger rechts Mitte der gegnerischen Hälfte am Ball mit Merlin Röhl. Erster Startelf-Einsatz für den SCF. Kam ja vor einem Jahr aus Ingolstadt, hat dann vor allem in der zweiten Liga gekickt, in der zweiten Mannschaft in der dritten Liga und jetzt darf er hier also auch bei den Profis von Anfang an ran nach einer starken Vorbereitung und weil Nicolas Höfler in der Liga aufgrund einer Rotsperre zu Beginn der Saison fehlen wird, probt Christian Streich hier gleich mal den Ernstfall. Die Freiburger sammeln Ballbesitz in den ersten Augenblicken mit Cedilla halb rechts, 25 Meter bis zum Kasten und rechts außen. Doan mit ist auf Höhe des Strafraums, geht rein in den Zweikampf, am ersten vorbei, am zweiten bleibt er hängen. Das war Domusch und der kann den Ball ins Tor aus befördern, wird also Eckball geben für den SC Freiburg. Von der rechten Seite wird das Litz Doan machen. Um ihn herum noch viel blaues Konfetti und Doan bringt ihn mit dem linken Fuß an den ersten Pfosten, aber da wird er sofort mit Seiten ausgeklärt von dem Oberachaner rechts. Deswegen jetzt Einwurf für die Freiburger, rechte Seite 5 Meter von der Eckfahne entfernt, Cedilla weit an den ersten Pfosten, rechter Fünfer, aber erklären. Den Ball schießen ihn hoch und weit hinten raus in den Mittelkreis. Rückpass von Lienhardt zu seinem Torhüter, zu Atubolu. An der rechten Außenlinie. Sevilla mit zu Spiel, dann in die Mitte auf Lienhardt. Und dann Grifo im Mittelkreis am Ball. Halb rechts ist Sevilla. Rechte Außenlinie, Höhe Strafraum schon. Doan, halbrechts 25 Meter, Flanke, Elfmeterpunkt, Kopfballabwehr der Oberachaner. Danach auch noch ein Foulspiel des SC an Mittelfeldspieler Guedin. Dementsprechend gibt es einen Freistoß für den Oberachaner. Da steht Guedin Auszubildender zum Jugendheimerzieher. Das sind natürlich keine Profis, die da beim SV Oberachern unterwegs sind. Dreimal wird da unter der Woche abends trainiert und vielleicht gibt es jetzt den ersten gefährlichen Angriff. Sie sind rechts im Strafraum schon drin. Flache Flanke an den Fünfer und dann kommt er zum Abschluss. Stefotic am 5-Meter-Raum halb rechts schießt da seinen Gegenspieler an und der Ball prallt ins Tor aus. Deswegen wird es gleich
den Eckball geben. Eggestein noch gerade so zur Stelle gewesen. Aber Eckball für den SV Oberachern, der hier auch wieder mindestens ein Tor schießen möchte. Genauso wie gegen Borussia Mönchengladbach. Chance hier ist verpufft. Es wird Abstoß vom Kasten von Noah Azubolu geben, der ihn dann auf halb rechts rüberspielt zu Matthias Ginter, dem deutschen Fußball-Nationalspieler. Und dann geht es in den Mittelkreis hinein. Rechts an der Außenlinie Sedia. Erneut in den Mittelkreis auf Eggestein. Hoher Diagonalpass links raus auf Scholloy, kommt allerdings erstmal nicht durch. Scholloy, so wie es aussieht, heute auf der linken Schienenspielerposition und auf rechts Doan mit Fünferkette. Und die Freiburger greifen an mit Scholloy, linke Strafraum-Eck an den Fünfer, Schussmöglichkeit Gregoritsch. Halb linke Position, 5 Meter Torentfernung, schiebt ihn aber am rechten Pfosten 2-3 Meter vorbei. Trotzdem erster Abschluss aufs Tor von Marc-Patrick Redl, der hier aber nicht eingreifen musste. Und Christian Streich an der Seitenauslinie, hat das auch was mit Sympathie für den Gegner zu tun oder ist es Zufall? Trägt auf jeden Fall ein hellblaues T-Shirt, also da sind die Vereinsfarben der Oberachener vertreten, die den Südbaden-Pokal gewonnen haben gegen Willingen im Finale. 3-0 über Fritz und Barnik, die Torschützen. Und bis auf Barnik sind sie auch in der Startelf bei den Gastgebern. Hier im Freiburger Stadion klingt alles ein bisschen gewöhnungsbedürftig, aber das ist heute Fakt. Freiburg ist auswärts in Freiburg hier am Start. Es wird einen Freistoß geben für den SC nach einem Foul von Oberacherns Kapitän Leberer an Gregoritsch, halb rechts an der Mittellinie, und die Freiburger waren nicht nur in der ersten Fußball-Bundesliga die gefährlichste Mannschaft nach roten Bällen, auch im Pokal mit 5 Treffern. Also halb rechts am Mittelkreis. Grifo wird ihn da in den linken Teil des 16ers gleich mutmaßlich bringen, wenn es nicht doch noch irgendeine Variante gibt. Nee, da kommt er rein, links in den Strafraum, aber landet direkt beim Gegner, bei Dumusch. Der treibt den Ball in den Mittelkreis und überlässt dann einen Mitspieler, der durchstecken will, halb rechts rein in den 16er auf Stefotic, aber der Ball kommt nicht durch. Trotzdem, die Oberachaner gefällt mir ganz gut. Bislang in diesen ersten knapp 10 gespielten Minuten, machen mit, verstecken sich nicht. So wie das ihr Trainer Fabian Himmel auch vor dem Spiel angekündigt hat. Wir wollen mutig sein und uns nicht ein 0-4 oder 0-5 ermauern. Bislang sieht das ganz gut aus. Also noch 0-0 hier und die Oberachaner halten echt ordentlich mit. Kommen jetzt über den linken Flügel, schon 10 Meter in der gegnerischen Hälfte mit Ludwig. Das ist der größte SC Freiburg-Fan in der Mannschaft. Linkshöhe Strafraum, die Flanke jetzt in den 5-Meter-Raum, aber die pflückt sich. Die neue Nummer 1 des SC Freiburg, Noah Azubolu, war fraglich wegen einer leichten Innenbandblessur im Knie, aber ist rechtzeitig fit geworden. Die neue Nummer 2 bei den Freiburgern ist ja Florian Müller vom VfB Stuttgart gekommen. Nur einer von 2 externen Neuzugängen. Der andere Neuzugang, Junior Adamu von RB Salzburg gekommen. Der hat eine Knieverletzung und wird erstmal noch ein bisschen ausfallen, ist gar nichts mit dabei. Hier wird jeder gewonnene Zweikampf, jeder Ball, der irgendwie noch gerade so ins Aus befördert wird, bei den Oberachernern gefeiert. Jetzt gibt es den Einwurf für den SC, Mitte der gegnerischen Hälfte auf der rechten Seite. Sedia hat den Ball in der Hand und wirft ihn jetzt ans rechte 16er-Eck auf Merlin Röhl, pflückt ihn gut mit dem Oberschenkel runter, geht rechts zur Grundlinie, wird gedoppelt und die Oberachener nehmen ihm den Ball weg und machen das dann auch noch
ganz clever in Person von Recht schießt nämlich Röhl an. Ball geht in Seiten aus. Einwurf für Oberachern. Noch steht es hier 0-9. Und jetzt ist der Ball bei Fabian Himmel in der Nähe, dem Trainer der Oberachener, der jetzt allerdings sieht, wie die Freiburger angreifen. Rechtshöhe 16er mit Höhler Flanke an den Elfmeterpunkt, Kopfballabwehr der Oberachener. Aber nochmal, Freiburg mit Röhl halb rechts am 16er, der wird dann gefoult von Ludwig. Deswegen gibt es den Freistoß für den SC. Bin mir nicht ganz so sicher, ob man den unbedingt pfeifen muss. Trifft ihn da leicht am Fuß. Der größte SC Freiburg Supporter im Team der Oberachaner. Und dementsprechend gibt es jetzt also Freistoß für die Freiburger. Halb rechts, rund 20 Meter bis zum Tor. Dreimann-Mauer der Oberachaner. Grifo mit rechts oder Doan mit links. Doan letzte Saison mit dem entscheidenden Freistoßtreffer gegen den ersten FC Kaiserslautern in der ersten Pokalrunde. Da ging das Ganze ja bis in die Verlängerung. So, jetzt ist der Ball freigegeben. Es macht Grifo direkt aufs Tor, zu mittig. Kein Problem für den Torhüter Redl. Komplett in Rot und er schießt ihn direkt aus den Händen in die gegnerische Hälfte. Atubolu ist da 20 Meter vor seinem Kasten, köpft ihn dann auf halb links rüber und da gibt es danach ein Foulspiel der Oberachener und einen schnell ausgeführten Freistoß von der Mittellinie aus in den gegnerischen 16er rechts rein. Da kommt Gregoritsch allerdings nicht ran. Also, muntere Partie in diesen ersten 12 gespielten Minuten zwischen Oberachern und Freiburg. So macht das Spaß, wenn auch ein Team aus der untersten Klasse, die in diesem DFB-Pokal vertreten ist. Insgesamt sind 5 Oberligisten mit dabei und einer von ihnen ist eben der SV Oberachern. Und der hat jetzt einen Freistoß zugesprochen bekommen nach einem Foul von Sidia an Stefotic, der da vorne immer wieder für Gefahr sorgt, der Stürmer. Halblinke Position, 35 Meter Torentfernung. Ja, vielleicht wird es spannend. Cemal Dumuş wird es machen. Ball segelt an den 5 Meter und Kopfballtor! 1-0, nein, abseits. Das wäre es ja gewesen und es wäre auch noch der Freiburg-Ultra im Oberachener Team gewesen. Marvin Ludwig, aber er stand im Abseits. Die Fahne ist nach oben gegangen. Da bin ich auf die Zeitlupe gespannt. Die kommt hier jetzt am Kontrollmonitor und Ludwig, ja, er war im Abseits. Er ist diese 30, 40 Zentimeter zu nah schon am gegnerischen Tor gewesen. Das wäre es ja gewesen. Aus 5, 6 Metern hat er ihn reingeköpft. Zentrale Position rechts unten. Aber die Entscheidung ist richtig. Es war abseits. Und deswegen steht es hier immer noch 0-0. Aber die Freiburger dürften spätestens jetzt gewarnt sein. Der Außenseiter ist so schlecht nicht. Vor allem in der Offensive. Und hier auch noch vor 24.000, 12.000 davon aus Oberachern. Jo, das könnte ein hartes Stück Arbeit werden für den SC Freiburg, der jetzt den Ball hat im Mittelkreis mit Eggestein. Links raus, Mitte der gegnerischen Hälfte. Lina flankt mit rechts an den zweiten Pfosten, aber in die Hände von Torhüter Marc-Patrick Redl. Der ist Marketing-Manager beim SV Oberachern. Der hat durchaus auch schon Profi-Erfahrung gesammelt für die zweiten Mannschaften von Dortmund, Hoffenheim und Kaiserslautern gespielt. Nächster Freistoß in dieser Partie und zwar jetzt für den SC Freiburg, halb rechts an der Mittellinie. Matthias Ginter sieht also ein bisschen ungewohnt aus mit seinen blondierten Haaren, links raus auf Soloi, 10 Meter in der gegnerischen Hälfte. Höhler kommt da entgegen und dann der Querpass von Eggestein auf Sidia. Rechts außen ist
Doan, Mitte der gegnerischen Hälfte, im Zentrum Eggestein, halblinks Höhler. Der Ball kommt nicht in den 16er. Grifo jetzt links zwischen 16er und Außenlinie gegen Fritz. Überlässt dann Höhler und dann wieder Grifo links im Strafraum. Schuss, aber daneben. So 6 Meter halblinke Position bis zum Tor. Das haben sie mal fein gespielt über Höhler. Dann Grigoritsch noch mit einem leichten Touch. Und dann letztendlich Grifo, der ihn da aus halblinker Position 6 Meter treuen kann. Aufs rechte obere Eck schlenzen will, aber der Ball geht dann knapp vorbei am Torpfosten. Oberachern baut hintenrum auf. Torhüter Riedl dann mit einem schönen Diagonalpass rechts heraus. Mitte der gegnerischen Hälfte sind die Oberachaner jetzt schon am Ball. Bekommen hier keinen Freistoß. Nach einem möglichen Foulspiel von Johannes Eggestein an Huber. Und die Freiburger jetzt mit Soller links. Noch 20 Meter bis zur Eckfahne. Gegnerische Hälfte wird attackiert von Dumusch. Deswegen erstmal der Rückwärtsgang in den Mittelkreis auf Ginter, quergelegt auf halb links zu Eggestein. Linke Außenlinie ist Grifo, Mitte der gegnerischen Hälfte, im Zentrum Röhl, Drehung 180 Grad, dann kommt Zidia an den Ball, halb rechts, Pass an die Außenlinie, Doan spitzelt den Ball an den Fuß von rechts, holt einen Einwurf für seine Mannschaft raus, das alles noch so 17, 18 Meter bis zur rechten Eckfahne. Zidia wirft ihn rechts rein in den 16er. Kopfballverlängerung Höhler. Kopfballstaffetten jetzt um den 16er herum. Nathan Recht kann den Ball jetzt auf den Boden nehmen für seine Oberachener Mannschaft. Die kriegen den Ball jetzt aber hinten nicht so richtig geklärt. Immer noch die Freiburger rund um den 16er. Aber dann können die Oberachener den Ball erstmal hoch und weit rausschießen. Kopfballrückgabe von Soloy an der Mittellinie auf Lienhardt. Und dann der nächste Anlauf, der Freiburger mit Röhl. Der macht das stark, geht an seinem Gegenspieler vorbei, halbrechts 20 Meter, aber der bleibt nah an ihm dran. Ludwig, jetzt schießt er mit links, aber geblockt. Also, da ist bislang kein Durchkommen für den SC Freiburg in diesen ersten 18 gespielten Minuten. Das machen die Oberaachener echt gut. Kann man nur den Hut davor ziehen. Und jetzt bekommen sie einen Freistoß. Halb links, Mitte der eigenen Hälfte. Dumusch kommt da entgegen. Der hat in der letzten Saison einige Tore gemacht für seine Mannschaft, nämlich 12, genauso wie Huber. Und dann gibt es noch Stefotic mit 11, also das sind die drei torgefährlichsten bei den Oberaachenern. Aber am Ende war es vorhin Ludwig, der den Ball ins Tor im Kopf gebracht hatte, aber hat nicht gezählt, zu Recht wegen Abseits. Aber die Freiburger müssen hier damit rechnen, dass es durchaus noch die ein oder andere Torchance geben wird für den Fünftligisten. Die Freiburger in der eigenen Hälfte mit Lienhardt. Diagonal auf halb rechts, aber nicht gut Richtung Zidia. Da ist dann erst einmal ein Gegenspieler dazwischen, nämlich Hauser. Und so wird es einen Einwurf für die Oberaachener links an der Mittellinie geben. Kommen aber erstmal nicht nach vorne. Sind jetzt links 10 Meter von der Mittellinie. In der eigenen Hälfte am Ball weit nach vorne geschlagen Richtung Stefotic. Aber die Freiburger sind erstmal dazwischen. Hintenrum geht's bei den Oberaachern beim Spielstand von 0 zu 0. Fast, aber nur fast, wäre das 1 zu 0 für den SV Oberaachern Realität gewesen. Das war knapp. Marvin Ludwig nach einer Freistoßflanke von Dumusch ganz, ganz knapp, nämlich im Abseits gestanden. Und deswegen hat der Treffer nicht
gezählt. Also, das war am Ende da auch ein bisschen glücklich für den SC Freiburg, der angreift am linken 16er Eck. Flanke an den 5-Meter-Raum, Kopfball in der Mitte von Höhler. Aber die Kugel ist ins Tor ausgegangen. Also, hier rund 20 Minuten jetzt gespielt. Es steht 0:0 bei bestem Wetter. 29 Grad Sonnenschein. Anders ist es in Illertissen. Dort ist die Partie unterbrochen wegen Regenschauer. Hoffen wir, dass es dort auch bald wieder weitergehen kann. Spielstand in dieser Partie ist ja 1:0 für den Favoriten, für Fortuna Düsseldorf. Hier dagegen gibt es jetzt erstmal eine Trinkpause. Also, da merkt man die klimatischen Unterschiede. Dementsprechend beide Mannschaften erstmal an der Seitenlinie. Freiburg tut sich schwer, noch steht es hier 0:0. Und Christian Streich versucht hier Einfluss zu nehmen. Erstmal mit dem ein oder anderen Spieler zu sprechen und hier neue Ideen ihnen an die Hand mitzugeben. Die tun sich bislang doch nicht so leicht wie erwartet mit dem Fünftligisten. Und die Oberaachener, ja, da muss Fabian Himmel eigentlich nicht groß eingreifen. Natürlich gibt auch er mit seiner dunkelblauen Käppi seinen Spielern noch was mit auf den Weg. Aber ich glaube, es kann gar nicht viel anders lauten als einfach so weitermachen, Jungs. Das sieht gut aus. Vielleicht nochmal die ein oder andere Standardsituation rausholen. So wie vorhin, als der Ball in der 14. Minute dann ja auch im Netz zappelte. Aber eben wegen einer Abseitsposition von Ludwig, der Treffer durch den Oberaachener Freiburg Ultra, so nenne ich ihn mal, nicht gezählt hat. So, Spiel läuft wieder. Es gibt einen Abstoß für die Oberaachener und das macht Leberer, der Kapitän. So ist das ja oft in den unteren Ligen, dass da eher die Verteidiger die Abstöße hoch und weit in den gegnerischen Gefahrenbereich schießen, statt den Torhütern. Und die Oberaachener im Mittelkreis mit Hauser, das ist der einzige Neuzugang in der Startelf bei den Oberaachern, der kam aus Nöttingen. Und jetzt spielen sie hinten rum über den Torhüter, über Redl am eigenen Fünfer, hoch diagonal in das Seitenaus auf der rechten Seite gespielt. Es wird den Einwurf geben für den SC Freiburg. 24 Minuten durch, immer noch 0:0 und man muss ganz ehrlich sagen, es fehlen auch noch die ganz großen Möglichkeiten für den SC Freiburg. Also so ein paar Halbchancen waren da, ja, wie beispielsweise Grifos Schuss aus 6 Metern halblinker Position, der dann rechts oben am Tor vorbei strich. Das sah nicht schlecht aus, aber ansonsten wurde es selten brenzlig im Oberaachener Strafraum. Und das ist Stand jetzt bemerkenswert. Aber natürlich werden die Freiburger hier noch eine Schippe drauflegen. Also davon bin ich überzeugt und da bin ich wahrscheinlich nicht der Einzige. Zumal es eben auch bei den vorhin angesprochenen Temperaturen so ist, dass das einem Feierabendfußballer, und das ist nicht despektierlich gemeint, sicherlich irgendwann mehr wehtut als einem Erstliga-Profi bei dem Wetter zu kicken und dass dann spätestens im Laufe der zweiten Hälfte irgendwann die Kräfte nachlassen. Stürmer Huber hat schon die Schweißperlen auf der Stirn und das nicht zu wenig. Der arbeitet da vorne natürlich auch sehr, sehr viel, ist jetzt noch nicht zum Abschluss gekommen, hat ja das einzige Tor erzielt vor einem Jahr gegen Gladbach beim 1:9. Der würde natürlich zu gerne heute wieder eins machen. Und jetzt kommen die Freiburger hinten erstmal in Verlegenheit, denn Oberaachern greift an und kriegt jetzt einen
sehr, sehr gefährlichen Freistoß zugesprochen. Weil eben der angesprochene Nico Huber da in die Mangel genommen wird. Eggestein und Ginter greifen ihn an. Am Ende trifft ihn Ginter, ich glaube schon, am Fuß. Und deswegen gibt es diesen Freistoß jetzt für Oberachern. Der Ball liegt aber sowas von exakt an der 16-Meter-Raumkante. Ich würde sagen, 50 Zentimeter noch nach rechts geschoben, also nicht direkt auf Höhe des Elfmeterpunkts, aber im Prinzip zentral. Vielleicht ein Ticken zu nah, aber trotzdem eine große Chance für den SV Oberachern. Fünf-Mann-Mauer der Freiburger. Wer wird's machen? Es schießt Ludwig links unten an den Pfosten! An den Pfosten! An den linken Pfosten! Die Riesenchance für den SV Oberachern und wieder Marvin Ludwig. Also der könnte hier seinem Lieblingsverein aber sowas von in die Suppe spucken. Erst vorhin mit seinem Kopfball Abseitstor und jetzt mit diesem Pfostenschuss. Also die Freiburger, die müssen hier aber mal richtig durchpusten. Das ist ja krass, was die hier zulassen. Und Ludwig macht aus diesem Freistoß fast das Maximum. An der Mauer vorbeigeschossen den Ball. An den linken Pfosten. Ach du grüne Neune. Aber es ist aus Freiburger Sicht hier nochmal gut gegangen. Trotzdem haben sie hier echte Probleme mit dem Underdog. Jetzt greifen sie aber an. Über Doan halb rechts an der Mittellinie zu spielen. Richtung 16er. Aber da sind die Oberachaner auch wieder dazwischen. Und können jetzt vielleicht einen Angriff starten über Guidin. Aber der Rückpass kommt erst einmal auf den Torhüter, auf Noah Atubolu, der bei diesem Pfostenschuss nichts hätte machen können. Also, das ist hier überraschend eng zwischen dem Fünftligisten und dem Erstligisten. Freiburg greift an mit Gregoritsch halb links, versucht in den 16er durchzustecken. Gelingt nicht, wie so vieles bisher beim SC Freiburg. Der ist jetzt über links außen mit Grifo versucht am Strafraum Eck. Dann könnte die Flanke von Soloi kommen, aber die gibt es in diesem Fall nicht. Hintenrum wird gespielt bei den Freiburgern über den Innenverteidiger Lienhardt und dann Höhler, der links zur Grundlinie geht und da einen Eckstoß rausholt, der auch gar nicht mehr zum Ball geht. Also den hätte er schon noch erwischen können, aber er holt lieber den Eckball raus für seine Mannschaft, weil er natürlich genau weiß, dass die Freiburger da besondere Qualitäten haben bei den runden Bällen. Von der linken Seite Grifo an den 5-Meter-Raum. Redl verschätzt sich, aber trotzdem noch weggeschossen von den Oberachern, weil Redl da den Ball beim Faust nicht getroffen hatte. Und nochmal die Freiburger halblinks im Strafraum im Schuss geblockt von den Oberachern. Es steht immer noch 0-0, aber die größte Chance des Spiels hatten die Oberachener vor wenigen Minuten bei einem Freistoß von der 16er Kante, zentrale Position. Marvin Ludwig, der größte Freiburg-Fan im Kader, schießt den Ball an den linken Pfosten. Atubolu wäre machtlos gewesen. Da stand die Mauer aber auch schlecht von den Freiburgern. Das kann man vielleicht Atubolu ankreiden, dass er die nicht perfekt positioniert hatte. Und ansonsten ist das hier ein offenes Spiel. Die Oberachaner immer mal wieder mit Pointen nach vorne, vor allem bei Standards gefährlich. Einmal Ludwig mit dem Kopfballtor, das aber wegen Abseits zu Recht nicht gezählt hat. Und einmal Ludwig mit dem Pfostenknaller auf der anderen Seite von Freiburg. Viel zu wenig bislang zu sehen. 0-0 der Spielstand. Also gibt es hier vielleicht eine Pokalsensation. Na, davon sind wir natürlich noch ganz, ganz weit entfernt. Aus meiner Sicht wäre es schon eine Sensation, wenn dieses Spiel in die Verlängerung gehen würde, wenn die Freiburger tatsächlich in die Overtime gezwungen werden würden. Aber auch bis dahin ist noch sehr viel Spielzeit. Wir haben jetzt gerade mal eine halbe Stunde, also ein Drittel dieser Partie ist zu Ende. Da wird noch einiges passieren.
Trotzdem ist das bemerkenswert, was der SV Oberachern hier zeigt. So gut haben die anderen Fünftligisten bisher nicht mitgehalten in dieser ersten DFB-Pokalrunde, die schon gespielt haben. Jetzt sind sie schon wieder links an der Grundlinie im Strafraum. Der Ball geht ins Tor aus und es wird auch keinen Abschluss geben. Also schauen wir mal, wie die anderen Oberligisten bisher gespielt haben. Bersenbrück 0-7 gegen Gladbach. Delmenhorst 0-5 gegen St. Pauli. Rostock gegen Heidenheim 0-8. Und aktuell auch ein Oberligist. Maccabi Berlin gegen Wolfsburg 0-2. Und Rot-Weiß Koblenz auch mit 0-1 hinten gegen Kaiserslautern. Ebenso ein Oberligist. Also der SV Oberachern bislang die Nummer 1 unter den Fünftligateams. Stark, wie lange sie hier dieses 0-0 halten. Jetzt kommen die Freiburger halb rechts am Strafraum, aber erst einmal nicht in den 16er reingegangen. Hintenrum, Mittelkreis mit Eggestein. Könnte links rauspassen, macht er jetzt auf Höhler, der da immer wieder auf die Außenbahn abkippt. Spiel zurück auf Eggestein, Verlagerung ins Zentrum. Viel Platz für Soloi, der jetzt mal die Seite gewechselt hat. Will Doppelpass spielen mit Eggestein, hat aber nicht funktioniert. Also erste Maßnahme bei den Freiburgern, dass Soloi jetzt auf der rechten Seite, auf seiner angestammten unterwegs ist, statt auf links wie zu Beginn der Partie. Und auf links ist jetzt eben aktuell Höhler dort vorne unterwegs. Und im halblinken Feld die Freiburger mit Eggestein verlagert an die rechte 16er Kante auf Doan, ist auf Höhe des Strafraums. Zuspiel wieder ans rechte 16er Eck zu Soller mit der Hacke zu Doan. Flanke kommt an den zweiten Pfosten, Kopfball in den 5-Meter-Raum von Höhler. Aber in die Hände von Marc-Patrick Redl, dem Torhüter des SV Oberachern, der hier den Respekt vielleicht von ganz Fußball-Deutschland bekommen könnte. Also Wellen wird das schlagen, sage ich, wenn die Oberachener hier in die Verlängerung kommen. Dann ist das schon eine ganz große Überraschung und sollten sie es tatsächlich gewinnen, na dann ist das die größte Sensation seit Jahren im DFB-Pokal. Denn das gab es ja erst ein einziges Mal, dass ein Fünftligist einen Erstligisten rausgehauen hat. Und das ist schon 22 Jahre her. Damals der SSV Ulm gegen den ersten FC Nürnberg 2-1 gewonnen. Aber irgendwann wird es mal wieder passieren. Vielleicht ja hier und heute. Die Freiburger spielen hintenrum über Azubolu. Textmarker gelb. Zuspiel auf seine Abwehrkette vor ihm. Das ist eine Dreierkette, ganz in schwarz. Sie können natürlich auch das System beliebig wechseln. Fünferkette, Viererkette. Aber erst einmal versuchen sie so, die Freiburger. Und haben den Ball. Mit Grifo halb links an der Mittellinie, Zuspiel auf Eggestein. Links Mitte der gegnerischen Hälfte. Überlässt dann Grifo. Zentrum Röhl, wieder in den Mittelkreis. Klatschen lassen zu Ginter, Eggestein. Nächste Station ist dann Höhler. Links zwischen 16er und Außenlinie. Geht ins Dribbling. Tunnelzahn Gegenspieler am 5-Meter-Raum, an der Grundlinie jetzt. Aber weggeschossen von den Oberachernern. Also auch mit einem Solo funktioniert erstmal nichts für den SC Freiburg. Auch wenn das gut aussah von Höhler. Wieder der SC. Mit Doan, Pass in die Mitte, 17 Meter Schuss, aber geblockt. Merlin Röhl hatte es versucht. Jetzt die Konterchance für Oberachern. Stefotic rennt halb links über die Mittellinie drüber, hat aber nur einen Mitspieler dabei, den er allerdings nicht findet mit seinem Zuspiel, der auf halb links mitkam. Er selber lief so ein bisschen ins Zentrum hinein und so sind die Freiburger dazwischen gewesen. Letztendlich die zumindest aus dem Spiel heraus jetzt nicht wirklich was zulassen. Aber das würden sie spätestens nach diesem Pfostenschuss wissen. Standards sollten sie keine in Tornähe zulassen. Am besten keine in der eigenen Hälfte. Denn auch der andere gefährliche Ball, der ja im Tor landete, der abseits war, war ein
Freistoß. Einen solchen wird es jetzt auf der anderen Seite geben, nach einem Foulspiel von Domusch an Soloy, der auf der rechten Seite in diesen ersten Augenblicken schon mal einen etwas agileren Eindruck macht, mehr Aktionen. Und beim Freistoß wird da aber nichts im Mittelpunkt stehen, sondern Linz Doan oder Vincenzo Grifo. Halbrechte Position, 25 Meter Torentfernung. So eine ähnliche Freistoßsituation hatten wir vorhin schon mal. Da wurde es dann nicht so wirklich gefährlich. Drei-Mann-Mauer der Oberachaner. Grifo chippt ihn an den 5-Meter-Raum. Kopfball Höhler drüber. War noch ein Oberachaner dran? Das ist die Frage. Laut Schiedsrichter Richard Hempel nichts. Blick auf die Zeitlupe. Schwer zu sehen, ob da Fritz auch noch den Ball berührt hatte. Auf jeden Fall kein Eckball für Oberachern, die jetzt aus dem Mittelkreis schießen übers Tor. Und das war auch nicht von schlechten Eltern. Das war durchaus gefährlich. Nico Huber, der hat es einfach mal probiert. Sehr, sehr mutig, genau von der Mittellinie, halblinke Position. Schießt er den knapp über den Kasten drüber. Beinahe ein Déjà-vu für den SC Freiburg. Letzte Saison ja gegen den ersten FC Kaiserslautern auch so ein Weitschusstor von der Mittellinie aus kassiert gegen den ersten FC Kaiserslautern und Marlon Ritter. Und hier haben sie Glück, dass Nico Huber nicht ganz so perfekt gezielt hat. Ist natürlich auch sehr schwer, von da ein Tor zu machen. Die Freiburger greifen jetzt mal an. Halb links am 16er. Schuss rechts unten. Riedel lässt klatschen, aber es ist noch Nathan Recht in der Nähe. Kann für seine Mannschaft aus Oberachern klären. Aber Doan holt sich den Ball rechts im Strafraum zurück. Flach an den Fünfer. Und dann macht Ludwig das linke Bein lang, klärt ins Tor aus. Der macht ein richtig gutes Spiel. Marvin Ludwig in der Dreierkette. Der Oberachaner hinten stabil, vorne zweimal sehr gefährlich bei Standardsituationen. Und Ecke für den SC Freiburg von der rechten Seite. Linz Doan kurz ausgeführt auf Grifo, dann wieder Linz Doan, rechtes 16er Eck, wird gefoult. Und es wird Freistoß geben, deswegen habe ich kurz gezögert, ob der vielleicht sogar innerhalb war. Domusch auf jeden Fall mit dem Foul an Doan. Zeitlupe gibt auch Ausschluss. War definitiv noch außerhalb, aber eben ziemlich genau am rechten 16er Eck. Und von da wird dann gleich der Freistoß gebracht werden. Wie immer Grifo und Doan, die dort am Ball stehen. Zwei-Mann-Mauer. Der Oberachaner, und es macht Grifo mit rechts flach in die Mitte, und das war ganz schlecht, nämlich direkt in die Füße von Hauser, der spielt bei Oberachern, und dann läuft der Konter nach vorne, flach auf Huber, und halb rechts kommt einer mit, Huber schießt selber, und auch das war wieder nicht so schlecht, aufs rechte obere Toreck, aus 25 Metern, aber in die Hände von Torhüter Azubolu. Also, die Oberachaner hier weiterhin stark, Azubolu sicher in dieser Situation, lässt den Ball nach vorne abprallen, hat ihn dann aber im Nachfassen. Keiner war in der Nähe vom Gegner. Und jetzt kommt Scholloy, halb links im Strafraum. Schuss an den linken Außenpfosten. Aus etwa 10 Metern. Das war die größte Chance bislang für den SC Freiburg. Ich glaube, dass Torhüter Redl da auch noch am Ball war. So ist es. Er konnte den Ball letztendlich ins Tor aus patschen, aber da ist es sehr, sehr knapp gewesen. Gerade noch dran gewesen, der Torhüter. Und dann fliegt er an den linken Außenpfosten, der Ball. Ecke von links, Grifo bringt ihn an den ersten Pfosten, Kopfballverlängerung, Höhler. Schussmöglichkeit gibt es aber keine, weggeknallt von den Oberachernern. Wieder Freiburg, links zwischen 16 und Außenlinie mit Doan. Flanke kommt in den Strafraum, aber Kopfballabwehr. Der Oberachaner durch Huber, der natürlich auch hinten mitarbeitet. Also weiterhin ein offenes Spiel, 0:0 der Spielstand. Immer noch Steineklopfen angesagt hier für den SC Freiburg. Weiterhin 0:0, und die Gäste
Das sind ja heute die Freiburger in ihrem ehemaligen Stadion, im Dreisamstadion, hatten gerade ihre größte Chance durch Soloi. Halblinks 10 Meter, Redl, der Torhüter, noch dran gewesen an den linken Außenpfosten. Und sie greifen wieder an über das linke Strafraum-Eck. Aber Fehlpass von Doan ins Seitenaus. Das gibt dann Applaus von den Oberachener Fans und Jubel ihrerseits. Ja, wie groß wäre denn der Jubel ausgefallen, wenn der Ball nicht an den linken Pfosten geknallt wäre vorhin, sondern reingegangen wäre in der 27. Minute. Das war die bislang größte Chance des Spiels bei diesem Freistoß durch Ludwig. Und gerade eben Huber mit einem Distanzschuss aus dem Mittelkreis knapp übers Tor gegangen. Also da hat er sich vielleicht ja das Pokalspiel aus der letzten Saison in der ersten Runde angeguckt, als Marlon Rutter aus einer ähnlichen Position für Lautern gegen Freiburg traf. Da mussten die Freiburger nachsitzen, gewannen letztendlich dann 2:1 nach Verlängerung, aber taten sich auch da extrem schwer. Und so ist es auch heute. Nur, dass der erste FC Kaiserslautern halt auch ein Zweitligist ist. Oberachern dagegen ein Team aus der fünften Liga. Und die Oberachener, die machen das echt überraschend gut. Hatten dann auch nochmal eine Möglichkeit. Also der SC ist hier auch in der Defensive immer wieder mal gefordert. Noch rund 5 Minuten zu spielen. Und Oberachern greift wieder an. Mit Huber halb links, 20 Meter bis zum gegnerischen Kasten. Aber der Flachpass ins Zentrum landet bei Lienhardt, Innenverteidiger des SC Freiburg, der vielleicht dann auch schon zur Pause wechseln wird, wenn Christian Streich nicht zufrieden ist mit dem Spiel seiner Mannschaft. Also so richtig glücklich kann er aus meiner Sicht nicht so sein, denn es steht immer noch 0:0 zwischen dem SC Freiburg und dem SV Oberachern. Die Gastgeber, das ist immer ein bisschen ungewohnt, weil das Spiel ja im Freiburger Dreisamstadion stattfindet. Das sind die Oberachener und die haben jetzt den Ball halb rechts an der Mittellinie. Ist allerdings dann verloren gegangen und der SC wieder im Neuaufbau über den Torhüter, über Atubolu und Ginter halb links an der Mittellinie. Spiel dann auf Lienhardt. Doppelpass mit seinem Vordermann, mit Höhler. Und dann ist der Ball im Seitenaus erneut. Nächster Einwurf für den SC Freiburg. Linke Seite mit der gegnerischen Hälfte. Der Kapitän macht es selber. Grifo in den Mittelkreis. Auf Ginter. Dann Cedia und Doan auf der rechten Seite. Warum ist Grifo heute Kapitän? Christian Günther hatte sich ja in der Vorbereitung den Arm gebrochen, ist noch nicht bei 100%, sitzt allerdings schon wieder auf der Bank, wird bestimmt später noch kommen. Und jetzt Freiburg mit Soloi rechts rein in den 16er gegen Guedin, der klärt den Ball ins Tor aus und es wird den nächsten Eckball geben für den SC Freiburg gleich. Von der rechten Seite wird das Litz Doan machen. Nachspielzeit wird dann auch gleich beginnen und Doan bringt ihn mit dem linken Fuß scharf vors Tor. Kopfball knapp vorbei, das war gefährlich. Nachschusschance Eggestein aus 20 Metern zentral. Aber der trifft den Ball nicht so richtig. Hoppelt mittig aufs Tor in die Hände von Marc-Patrick Wehn. Zuvor der Kopfstoß von Merlin Röhl. Aber der wurde dann von einem Oberachener 2 Meter vor der Linie weggeschossen. Und dann eben Eggestein mit dieser Möglichkeit noch, aber nicht so richtig den Ball erwischt. Also, Oberachern scheint die Überraschung zumindest mal in der ersten Hälfte zu schaffen und hier nicht mit einem Rückstand in die Halbzeit zu gehen. Sie greifen sogar selber nochmal an, übers rechte Halbfeld, 25 Meter zum Tor, Ball segelt an den Elfmeterpunkt, Kopfballabwehr der Freiburger und danach noch ein Foulspiel von Fritz. Der kriegt dafür die gelbe Karte in einer fairen Partie. Die erste gelbe bislang in diesem Spiel. Und Freistoß gibt es für den SC Freiburg nahe des Mittelkreises in der eigenen Hälfte. Ausgeführt von Matthias Ginter. Links rausgespielt zu Lienhardt und dann wieder Ginter. Der nimmt Cedia mit.
Rechte Seite an der Mittellinie. Doan mit der Hacke tunnelt er seinen Gegenspieler, macht er sehr gut. Der zieht und zerrt danach am Trikot. Nathan Recht könnte aus meiner Sicht dann auch eine gelbe Karte zur Folge haben. Michael Gregoritsch sagt das dem Schiedsrichter auch nochmal. Christian Streich beschwert sich. Also für mich war das schon eine gelbe. Taktisches Foul von Nathan Recht, aber anders als sein Teamkollege Luca Fritz, der gerade eben gelb gesehen hat, lässt er die eine halbe Minute später stecken. Der Schiedsrichter, der ansonsten hier soweit alles im Griff hat. Freistoß SC Freiburg, rechts von der Außenlinie, 30 Meter zum Tor. Grifo bringt ihn rein, Kopfballabwehr direkt schon an der 16er Kante von den Oberachernern. Und der SC Freiburg baut nochmal neu auf. Allzu lange haben sie nicht mehr Zeit in diesem ersten Durchgang. Vielleicht noch einen Angriff, den sie jetzt herausspielen können. Über Ginter, halb rechts am eigenen 16er nochmal der Rückpass zum Torhüter Atubolu. Rechts außerhalb seines Strafraums, hoch und weit in die gegnerische Hälfte. Da ist es Soloi, der dann ablegt auf Höhler, halb links von der 16er Kante, legt nochmal quer auf Gregoritsch, der ist noch gar kein Faktor, will querlegen, aber der Ball abgefangen von den Oberachernern. Und dann ist Halbzeit zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg. Es steht tatsächlich 0:0 und eine 1:0-Führung für den SV Oberachern wäre nicht nur nichts unverdient gewesen, sondern auch absolut im Bereich des Möglichen. Also, das ist hier wirklich eine sehr interessante erste Hälfte gewesen zwischen dem SV Oberachern und dem SC Freiburg. Pause im Dreisamstadion und es steht überraschenderweise 0:0 zwischen Oberachern und Freiburg. Und die Oberachaner hatten sogar mit einem Pfostenschuss die größte Möglichkeit. Ein Abseitstor haben sie auch gemacht. Also die Überraschung könnte klappen. 0:0. Und damit sind wir bei einem 0:0. Der SV Oberachern spielt gegen den SC Freiburg. Und der Oberligist hatte die beste Chance des Spiels. Der Ball ging leider nur an den Pfosten, Patrick Schmid. Bislang ärgern sie also ganz gut die Freiburger. Was machen sie bislang besonders gut gegen den Bundesligisten? Ja, ganz, ganz viel. Also vor allem in der Defensive gefällt mir das sehr gut, was diese Fünferkette da macht. Also die stehen teilweise mit 7-8 Mann am eigenen 16-Meter-Raum, aber die sind bissig in den Zweikämpfen. Die lassen den Freiburger da überhaupt keine Möglichkeit zu atmen. Und ansonsten schalten sie auch immer mal wieder schnell offensiv um. Auch das gefällt mir gut. So haben sie dann eben auch die ein oder andere Standardsituation rausgeholt, wie eben in der 27. Minute bei diesem Pfostenschuss von Marvin Ludwig. Das wäre natürlich die Geschichte gewesen. Das ist der größte SC Freiburg-Fan im Kader des SV Oberachern und der schießt ihn dann an den linken Pfosten. Der hatte auch schon ein paar Minuten vorher ein Abseitstor geköpft. Hier war es allerdings definitiv knapp abseits von ihm und hinten hat er das ein oder andere Mal auch aufgeräumt. Also das ist für mich bislang the man of the match. Huber noch mit einem Schuss vom Mittelkreis aus, so ähnlich wie Marlon Ritter letzte Saison für Lautern gegen Freiburg in der ersten Runde. Also die Oberachaner sind top vorbereitet. Von den Freiburgern muss viel, viel mehr kommen. Gab nur eine Riesenchance für Soloi noch kurz vor der Halbzeit. Den hat allerdings Redl diesen Schuss, der Torhüter, an den linken Außenpfosten gelenkt. Also die Freiburger brauchen viel, viel mehr Dynamik im Offensivspiel im zweiten Durchgang. Sonst könnte es hier tatsächlich eine Riesensensation geben. Ja, noch also 0:0 zwischen Oberachern und dem SC Freiburg. Sportschau live, der DFB-Pokal. Und jetzt die zweite Halbzeit. Gibt's hier die große Überraschung beim Auswärtsspiel daheim für den SC Freiburg? Zur Halbzeit nur ein 0:0 aus Sicht des Erstligisten beim SV Oberachern. Wir sind zurück im Freiburger Dreisamstadion. Und so wie es aussieht, gibt's erstmal keine Wechsel, weder bei den starken Oberachernern noch beim SC Freiburg. Der ist schon wieder zurück auf dem Rasen und das seit, ich würde sagen, rund 2 Minuten, während die Oberachernern immer noch im Kabinengang sind. Klar, da wird man möglichst lange natürlich jetzt den Körper kühlen wollen,
mit allen Möglichkeiten, die man da eben heutzutage so hat. Denn wie schon in der ersten Hälfte angesprochen, wird das natürlich jetzt vor allem für den Fünftligisten. Der kann nicht annähernd so eine gute Kondition haben. Eine ganz, ganz schwere Aufgabe, dieses Niveau so weiterzuhalten wie im ersten Durchgang. Jetzt ist lauter, jetzt kommen die Oberaachener zurück auf den Rasen. Und das war schon sehr, sehr stark von Marvin Ludwig und Co. Der ist sicherlich hervorzuheben. Der Mann aus der Dreierkette, der nicht nur hinten sehr, sehr stark war, sondern auch Kopfballtor gemacht hat, war er knapp im Abseits. Und einen Freistoß an den linken Pfosten zimmerte, sich jetzt nochmal dehnt, auf- und abspringt. Tätowiert ist der Mann am linken Arm von oben bis unten, am rechten auch das ein oder andere kleinere Tattoo. Und dann kann es jetzt hier also auch gleich weitergehen mit dem zweiten Durchgang. Der Schiedsrichter ist natürlich weiterhin Richard Hempel. Also auch da gibt es keine Wechsel, nicht der vierte Offizielle oder irgendjemand, der jetzt dafür einspringt. Und die Freiburger werden diesen zweiten Spielabschnitt in dieser Sekunde eröffnen. Also, bin gespannt, ob die Freiburger jetzt mehr Dynamik auf den Platz bringen. Das war mir teilweise auch zu viel Standfußball im ersten Durchgang vom SCF. Christian Streich aber, so wie man ihn kennt, kein Freund von frühen Wechseln. Wenn es die Mannschaft nicht total schlecht macht, dann gibt er den gleichen Elf nochmal die Chance, auch in der zweiten Hälfte das Ganze besser zu machen. Erstmal gibt es einen Einwurf für den SV Oberachern. Luca Fritz, einziger gelbverwandter Spieler, rechte Seite, Mitte der gegnerischen Hälfte, ins Zentrum rein und vielleicht die Schussmöglichkeit. Ja, da kommt auch der Abschluss von Huber aus 20 Metern zentral, aber mit wenig Dampf dahinter. Der Ball landet in den Händen des Torhüters, in den Händen von Atubolu. Ja, Nico Huber, der ist seit 8 Jahren beim SV Oberachern der Stürmer, einer der besten der Oberliga Baden-Württemberg. Produktionsleiter im Bereich Automation und Zerspannungstechnik. Und hier hatte er die erste Halbchance des zweiten Durchgangs. Die Freiburger jetzt aber mit Doan halb rechts am 16er, Pass auf Gregoritsch, überlässt dann am Elfmeterpunkt Merlin Röhl, aber das Zuspiel ein bisschen zu viel Dampf landet in den Händen des Torhüters Redl, der hier einmal entscheidend eingreifen musste und dann auch zur Stelle war beim Schuss von Soloy in der ersten Hälfte, kurz vor der Pause, den Ball an den Außenpfosten gelenkt hat. Ansonsten gab es zwar schon noch den ein oder anderen halbwegs gefährlichen Angriff der Freiburger, aber die sind dann eben drüber oder daneben gegangen. Keine Wechsel auf beiden Seiten. Jetzt ein Fehlpass von Hauser, dem defensiven Mittelfeldspieler bei den Oberachernern. Und es gibt einen Einwurf für den SC. Links Mitte der gegnerischen Hälfte. Hintenrum erstmal gespielt über Lienhardt, der mit dem weiten Ball auf den linken Flügel zu Grifo auf Höhe des 16-Meter-Raums beim Spielstand von 0:0. Es wird einen Freistoß geben für den SC Freiburg. Denn Grifo wurde da gelegt. Und vielleicht können sie jetzt selber mal mit einem Standard für Gefahr sorgen. Links zwischen 16er und Außenlinie, verlängerte Strafraumkante. Ball segelt zentral an den 5-Meter-Raum. Kopfballabwehr der Oberachener. Azopolu kommt da weit aus seinem Kasten in den Mittelkreis, direkt mit dem Flachpass rechts raus. Lang dann gespielt in den 16er. Kopfball quer von Lienhardt, der da immer noch vorne mit dabei ist. Nach diesem Freistoß von gerade eben Doan dann ins Zentrum gegrätscht, weitergeleitet auf Scholloy, halb links am 16er Zuspiel auf Göhler, der lässt klatschen. Dann wieder Scholloy, links zwischen 16er und Außenlinie, Flanke, zweiter Pfosten, Kopfball quer von Lienhardt. Aber am zweiten Pfosten ist halt dann niemand, den er da hätte anköpfen können.
und deswegen jetzt der Neuaufbau beim SC Freiburg halb links an der Mittellinie über Sidia und über Soloy, der jetzt erstmal wieder auf der linken Seite, so wie es aussieht, spielt. Hat er gegen Ende der ersten Hälfte mal die Position getauscht, geht aber jetzt auch eher mehr ins Zentrum rein. Auch Höhler ist mehr in der Mitte. Grifo eher so der linke Schienenspieler und rechts Doan, aber vielleicht gibt es auch den Wechsel auf Viererkette. Wir werden das beobachten. Oberachern durch Huber, der da aktiv Posten offensiv ist, will durchdecken, hat nicht funktioniert. Mitte der gegnerischen Hälfte halb links. Und die Freiburger wieder am Ball. Links an der Außenlinie, Mitte der gegnerischen Hälfte. Mit Höhler. Chipball auf Gregoritsch. Lässt klatschen. Ans linke Strafraumeck zu Höhler, aber der erreicht den Ball dann nichts. Die Oberaachener verteidigen sehr, sehr konzentriert, diszipliniert. Sind da wirklich sehr gut in den Zweikämpfen drin. Und wenn ich jetzt eine Laufstatistik hätte, würde ich sagen, sind sie auch da durchaus auf einem Niveau des Bundesligisten. Also das ist schon stark, wie sie hier verteidigen. Jetzt kommen mal die Freiburger links im Strafraum mit Lienhardt. Flach an den 5-Meter-Raum. Aber geklärt von den Oberaachern ins Tor aus. Es wird also erstmal nur einen Eckstoß geben, in Anführungszeichen, für den SC Freiburg. Von der rechten Seite wird es gleich soweit sein. Ball segelt zentral an den Fünfer, Kopfballabwehr der Oberaachener. Und Neuaufbau beim SC mit Grifo. Pass rechts an die Strafraumkante, flach in die Mitte von Doan, aber erneut sind die Gastgeber aus Oberaachern da zur Stelle und kommen jetzt mit Stefotic links über die Mittellinie drüber. Und der passt in ins Zentrum. Da ist ganz, ganz viel Platz für Domo. Steht ins 1 gegen 1. Schuss und vorbei. Vorbei. Den kann er durchaus auch mal reinmachen. Cemal Domuš mit der Riesenmöglichkeit wird da allein auf die Reise geschickt. Im Zentrum läuft noch bis zur Strafraumgrenze, schießt den Ball daneben und jetzt aber im Nachhinein, glaube ich, Entwarnung, weil es sah im ersten Moment so aus, als hätte der Schiedsrichter das Spiel laufen lassen. Mehr dazu gleich. Jetzt kommen die Freiburger links in den Strafraum rein. Mit Höhler an der Grundlinie. Da kommt eine Grätsche. Und die befördert den Ball ins Tor aus. Wird also Ecke geben für Freiburg. Aber nochmal zur Situation gerade eben. Also, da gab es den Pass von links außen in die Mitte. Und da hatte Domuš ein bisschen geschoben gegen Merlin Röhl. Der ist gefallen. Dann ist er allein aufs Tor zugelaufen. An die 16er Kante und dann schiebt er den Ball rechts am Pfosten vorbei. Aber es wurde am Ende doch auf Freistoß entschieden. Es sah für mich auch im ersten Moment so aus, als hätte er weiterlaufen lassen. Der Schiedsrichter, Ecke von der linken Seite von Grifo an den 5-Meter-Raum. Kopfballabwehr, Nachschusschance aus halbrechter Position vielleicht für die Freiburger. Noch eins nach hinten gegeben von Scholloy und dann ist es nicht gut von Eggestein. Aus rund 30 Metern zentral. Geht weit links am Pfosten vorbei. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, um nochmal auf die Situation von eben zurückzukommen, ob das wirklich ein Foul war, dass man pfeifen muss von Domuš an Röhl. Ja, er schiebt ein bisschen und dadurch hat er dann den entscheidenden Vorteil. Aber muss Röhl da fallen? War das wirklich so ein heftiges Schubsen? Ich habe da so ein paar Fragezeichen über dem Kopf. Aber am Ende müssen wir darüber dann auch zum Glück nicht diskutieren, denn Domuš hat den Ball neben das Tor gesetzt. Rechts so einen Meter vorbei am Pfosten. Und deswegen ist das am Ende dann keine Diskussion mehr wert, denn der Ball war ohnehin nicht im Tor. Aber da merkt man eben, der Videobeweis, der fehlt dann schon in so einer ersten Pokalrunde. Jetzt die Freiburg mit Grifo, links Höhe 16er, geht rein in den Strafraum, aber bringt den Ball dann nicht in die Mitte zu Röhl. Trotzdem nochmal mit Höhler, die Freiburger, auf Höhe des 16ers, linke Seite, vorbei am Kapitän, Flanke von der Grundlinie aus, hat er sich dagegen Leberer gut durchgesetzt, aber die Hereingabe war dann nix. Halb hoch in den Strafraum und jetzt wird der SC dann auch gleich wechseln. Christian Günther sehe ich da auf jeden Fall mal. Der ist gerade nach dem Warmmachen
zur Bank gekommen und wird dann in den nächsten Augenblicken wohl eingewechselt werden. Einwurf Freiburg. Linke Seite, 10 Meter von der Eckfahne weg. Lienhardt hat den Ball in der Hand. Mittig Richtung Elfmeterpunkt abgewehrt. Nachschussschuss vielleicht für Röhl. 20 Meter Ablage. Dann ist es Sidia, der nochmal über Eggestein spielt. Auf links wieder zu Lienhardt. Flankt mit links. Elfmeterpunkt. Kopfballmöglichkeit. Jetzt vielleicht die Schusschance. Einer fällt im Strafraum. Nämlich Grifo, aber da zeigt der Schiedsrichter sofort an. Nein, das war nix. Richard Hempel nach dem Zweikampf da zwischen Leberer und Grifo hat er da offensichtlich nichts erkannt. Hier wird eine Zeitlupe eingeblendet. Ja, da wird schon ein bisschen mit den Füßen gearbeitet. Ich glaube, einen leichten Kontakt hat es sogar gegeben. Aber am Ende war das dann schon zu wenig für einen Elfmeter. So, Merlin Röhl verlässt den Rasen beim SC Freiburg. Dafür kommt Christian Günther in die Partie. Bin gespannt, wie sich das sortiert. Vielleicht wechselt dann auch auf Viererkette. Ah, es ist auch noch Nicolas Höfler neu drin. Also der geht 1:1 auf die Position von Merlin Röhl. Und dann ist noch ein Freiburger runtergegangen, den werden wir natürlich nachreichen. Das heißt also, der SCF jetzt mit zwei frischen Leuten in der Partie. Und vielleicht können die ja für mehr Wirbel sorgen. Im Moment ist der Ball im Mittelkreis. Erstmal bei den Oberachernern. Da kann sich Stefotic allerdings nicht durchsetzen. Neuaufbau bei den Freiburgern. Halblinks, Mitte der gegnerischen Hälfte. Jetzt schon nahe des 16ers. Das ist Lina. Linke Strafraumkante. Die Mitte. Ganz viel Platz aus. 16 Metern. Scholloi. Aber er trifft den Ball auch nicht optimal. Sehr mittig. Halb hoch dieser Schuss in die Arme von Redl. Den musst du natürlich auch erstmal so fest haben. Ball, aber er hat ihn und dementsprechend gibt es den Ballbesitz für den SV Oberachern, der das hier wirklich gut macht. Und interessante Statistik vielleicht, der schnellste Spieler auf dem Platz, also die höchste Geschwindigkeit, die bislang gemessen wurde, Marin Stefotic. Der spielt beim SV Oberachern. 34,6 km/h. Und jetzt kommt Günther. Erster Ballkontakt. Links von der Grundlinie. Flach an den Fünfer. Rücken zum Tor ist das Höhler. Aber er kann sich erstmal nicht drehen und auch keinen Mitspieler einbinden. Dann wieder Günther. Überlässt erneut Höhler. Links zwischen 16er und Außenlinie. Hackenablage. Soloi. Günther. Lienhardt. Jetzt viele Pässe hintereinander. Von der linken Seite kommt der Ball Richtung Elfmeterpunkt. Kopfballabwehr. Aber jetzt der Oberachener. Die bisschen jetzt hinten reingedrückt werden, aber nach wie vor stabil stehen. Höhler, hinterlaufen von Günther, der wird links reingeschickt in den Strafraum, aber hatte ich auch das Gefühl, dass er da zu früh schon losgelaufen war, beziehungsweise der Pass zu spät kam. Fahne ist nach oben gegangen, er hat den Ball ohnehin nicht mehr bekommen, ist ins Tor ausgegangen und so gibt es den Freistoß für Oberachern bei den Freiburgern. Nochmal zur Info. Höfler für Röhl gekommen und Günther für Gregoritsch, der dort vorne absolut keinen Stich heute gesetzt hatte, überhaupt kein Faktor war. Von daher ist dieser Wechsel durchaus nachvollziehbar. Und die Freiburger, die wohl weiter mit Dreierkette spielen, wieder im Aufbau hintenrum. Gitter. Und die Freiburger durch Gitter mit einem langen Ball links in den 16er auf Soloi, der holt einen Eckball raus gegen Hauser von der linken Seite gleich. Ja, 13 Minuten gespielt im zweiten Durchgang, immer noch 0:0. Oberachern wird jetzt ein bisschen mehr hinten reingedrängt, ohne aber, dass es die allzu großen Möglichkeiten für den SC Freiburg gegeben hätte. Auch die Oberachener bisschen schüchterner im zweiten Durchgang. Eine Situation gab es. Jetzt gibt es erstmal eine Ecke von links. Kopfball am ersten Pfosten verlängert und dann erstmal ins Tor aus. Erneut geschossen von Fritz, dem Verteidiger
des SV Oberachern. Also gleich der nächste Eckball hinterher. Von der linken Seite wird es gleich wieder Vincenzo Grifo machen. Mit dem rechten Fuß erneut an den ersten Pfosten. Und wieder geklärt, diesmal von Guedin. Einwurf für die Freiburger. Links 5 Meter von der Eckfahne entfernt. Günther, der eingewechselte Kapitän, nach seinem Armbruch reicht es hier noch nicht für 90 Minuten, aber vielleicht wird er hier noch um die 60 Minuten spielen müssen, wenn es hier nämlich eine Verlängerung geben sollte. Die Freiburger halb rechts, Mitte der gegnerischen Hälfte mit Eggestein, flach nach vorne, Höhler lässt klatschen, Eggestein und dann wieder der Ballverlust, immer noch 0:0. Und man sieht es an anderen Statistik, wie lauffreudig, wie beweglich die Oberachaner sind, wie schnell. Aber erstmal schauen wir, was Doan macht. Der flankt von der rechten 16er Kante auf Ballabwehr Oberachern. Und immer noch Ballbesitz am gegnerischen Strafraum für den SC Freiburg. Halblinke Position, 20 Meter, Schuss Günther, rechts unten ins Tor, ins Tor. Da ist die Erlösung für den SC Freiburg. Und der Joker hat's gemacht. Christian Günther, noch keine 5 Minuten auf dem Rasen. Und dann macht er den Ball rechts unten rein, halblinke Position, 20 Meter Torentfernung. Die Tormusik ertönt im Freiburger Dreisamstadion. Das ist auch mal eine Geste, denn das Auswärtsteam hat getroffen. Der SC Freiburg, Soloy legt quer an der 16er Kante. Und aus halblinker Position schießt ihn der eingewechselte Günther mit links, rechts unten rein. 1:0 Freiburg. Also das ist absoluter Sportsgeist. Sehr fair von den Gastgebern aus Oberachern, dass sie hier nicht nur die Tormusik spielen, sondern auch den Torschützen durchsagen und feiern. Natürlich Christian Günther, der ist ja besonders beliebt bei Fans, egal ob aus Freiburg oder aus Oberachern, denn da gibt es ja einige SC-Anhänger. Und dementsprechend ist es irgendwie symptomatisch, dass dann gerade er den Bann hier bricht. So lange haben sie sich schwer getan. Und Christian Günther mit seinem starken linken Fuß schafft es also, das 1:0 für sein Team zu erzielen. Ja, wie werden die Oberachaner jetzt darauf reagieren? 0:1, da ist noch was drin. Wir haben es in der ersten Hälfte gesehen. Sie hatten ihre Möglichkeiten. Ein Tor ist ihnen zuzutrauen, auch noch in diesem zweiten Durchgang. Entschieden ist das Spiel für mich erst, wenn die Freiburger hier noch ein zweites Tor draufpacken sollten. Ich denke, dann wird der Oberligist hier nicht mehr zurückkommen. Aber so ist es weiterhin spannend und gleich wird es einen Freistoß geben für den SC Freiburg. So etwa 3-4 Meter von der linken Außenlinie entfernt und auch noch so 5 Meter vom linken Strafraumeck weg. Günther und Grifo. Und Grifo passt ihn da ans linke Fünfereck. Schuss von Höhler. Fußabwehr vom Torhüter und dann weggeschossen von den Oberachernern. Große Chance für Höhler am linken Fünfereck. Mittig bisschen aufs Tor geschossen, aber gute Fußparade vom Keeper. Und gleich wieder die Freiburger mit Doan. Pass ans linke 16er Eck. Und da der Abschluss von Grifo, Volley, aber über den Kasten drüber. Schöne Freistoßsituation zuvor, aber das haben sie gut gemacht. Den Gegner überrascht. Ball war sogar noch leicht abgefälscht. Und Torhüter Marc-Patrick Redl, aber auch hellwach mit einer wirklich guten Aktion hier. Stimmung ist toll im Freiburger Dreisamstadion. Beide Mannschaften wollen hier noch Tore sehen. Sie wollen, dass hier noch ein bisschen was obendrauf gepackt wird, wenn sie für den SV Oberachern die Daumen drücken. Und sie wünschen sich die Entscheidung, wenn sie Herzen haben, die in Weiß und Rot schlagen für den SC Freiburg. Langer Ball von Torhüter Redl an die Mittellinie. Und die Freiburger Fans, die teilweise auch hier ein bisschen geschockt waren vom Auftritt ihrer Mannschaft, sind jetzt auch wieder lauter. Distanzschuss für Eggestein, halbrechts 20 Meter. Aber Redl kann ihn zur Seite abwehren.
Aufs linke unsere Tor gezielt. Nochmal die Freiburger linke Strafraumeck mit Soloi. Zuspiel quer auf Grifo. Dann wieder Soloi. Könnte aus halblinker Position schießen. Abgefälscht. Doppelt abgefälscht. Landet aber in den Händen von Redl. Ja, da springt der Ball flippermäßig nach links und rechts. Zweimal sind Gegner dran gewesen. Aber am Ende hat ihn Redl sicher in den Händen. Spielstand von 1:0 für den SC Freiburg. Der SV Oberachern mit dem ersten Versuch jetzt über die rechte Seite, aber der Ball ist in Seiten ausgegangen. 1:0 die Führung für den SC Freiburg seit der 60. Minute durch Christian Günzer. Mit seinem siebten Ballkontakt hat er getroffen. Rund 5 Minuten nur nach seiner Einwechslung aus halblinker Position nahe der Strafraumkante ins rechte untere Eck. Ein ganz feiner Schuss vom Kapitän, der sich ja in der Vorbereitung den Arm gebrochen hatte, länger gefehlt hatte, aber jetzt hier nach seiner Einwechslung für Schwung gesorgt und eben auch für den so wichtigen Führungstreffer gesorgt hatte. Das wird sicherlich jetzt das Spiel für den SC Freiburg ein bisschen erleichtern. Gelbe Karte für Leberer bei Oberachern jetzt, Spielstand 1:0 für den SCF. Und er schießt wieder halb rechts, 20 Meter, Eggestein. Mit einigen Distanzversuchen heute schon. Die meisten davon waren eher ungefährlich, weit über das Tor drüber. Da muss Patrick Redl gar nicht eingreifen, nicht springen. Der fliegt so einen Meter über den Kasten drüber. Ja, vor einem Jahr zu diesem Zeitpunkt stand es 0:8 aus Sicht des SV Oberachern gegen Borussia Mönchengladbach. 1:9 war der Endstand. Und heute halten sie das Ganze sehr, sehr offen. Haben eine ganz starke erste Hälfte gespielt. Auch im Umschaltspiel nach vorne die ein oder andere Pointe gesetzt. Jetzt im zweiten Durchgang. Ja, da gab es diese eine Situation, als Domusch frei vor Azubolo aufgetaucht war. Allerdings zuvor wegen Foulspiel abgepfiffen worden. Ansonsten offensiv jetzt noch nicht so viel zu sehen von Oberachern. Stattdessen wieder die Freiburg mit Doan. Rechts zwischen 16er und Außenlinie. Dreht sich um die eigene Achse. Schießt! Nicht schlecht! Außerhalb rechter Position. 10 Meter Torentfernung. Linkes oberes Toreck hat er anvisiert. Aber der Ball rauscht dann doch etwa 2 Meter am Tor vorbei. Aber war nicht schlecht, dieser Versuch. Und zuvor auch schön, wie er sich da durchgespielt hatte. Der japanische Nationalspieler. Also, die Freiburger wirken jetzt etwas gelöster nach diesem Tor, aber nochmal, es ist noch nicht entschieden. Die Oberachener im zweiten Durchgang zwar nicht mehr ganz so gefährlich in der Offensive wie im ersten Durchgang, aber einen Treffer traue ich ihnen hier auf jeden Fall noch zu. Ihr hört's wahrscheinlich, der Stadionsprecher hat es angekündigt. Trinkpause gibt's jetzt hier und vielleicht, wenn die Oberachener da nochmal die Köpfe durchgelüftet haben, können dann nochmal Akzente nach vorne setzen. Jetzt ist es sowieso egal. Jetzt können sie auch noch offensiver spielen. Man muss ja auch bisher sagen, für den Oberligisten war das schon ein mutiger Auftritt bislang. Dafür gebührt ihnen aller Respekt. Aber na klar, noch ein bisschen mehr Risiko können sie und müssen sie jetzt dann auch wagen, um hier noch irgendwie den Ausgleich zu erzielen. Es wird dann auch gleich einen Wechsel geben beim SV Oberachern. Romain Angot, ein Franzose fürs offensive Mittelfeld, steht da schon bereit. Beim SC Freiburg, glaube ich, wird jetzt nicht getauscht nach dieser Trinkpause. Christian Streich, genauso wie Fabian Himmel, mit einer Ansage im Mannschaftskreis. Und dann kann es gleich weitergehen in dieser Partie für den SV Oberachern, der ja wie jeder andere Erstrundenteilnehmer rund 215.000 Euro bekommen hat für die Teilnahme am DFB-Pokal. Wenn sie eine Runde weiterkommen sollten, gäbe es nochmal 430.000 obendrauf
mit dem Geld aus der letzten Saison. Da haben sie dann so manche Schulden beglichen, haben sie gesagt. Es ist auch ein bisschen was in die Infrastruktur geflossen. Und jetzt hatten sie schon alle ein bisschen mehr Erfahrung mit dem DFB-Pokal und all seinen Tücken und aber auch den schönen Momenten, die dieser Wettbewerb zu bieten hat für Oberachern. Das ist ja die zweite Teilnahme und auch die zweite in Folge. Das haben die südbadischen Clubs zuletzt eher nicht geschafft, da zweimal hintereinander am DFB-Pokal teilzunehmen. Aber dem SV Oberachern ist das gelungen und sie zeigen heute auch, warum die Oberachaner, denn sie machen das wirklich gut. Fun Fact noch am Rande: Achern hat 25.000 Einwohner und im Stadion sind 24.000. Also, das ist gefühlt das halbe Dorf. Und jetzt kommen die Freiburger, halb links im Strafraum mit Grifo. Zuspiel ins Zentrum, aus dem Strafraum raus. Schuss von Eggestein, wie so oft. Dieser mit dem linken Fuß, halb rechts, 20 Meter aufs rechte untere Toreck. Aber direkt in die Arme von Torhüter Riedl, der eine sichere Figur hinten macht. Auch schon die ein oder andere gute Parade gezeigt. Ist ja einer der Ältesten im Team mit 30 Jahren. Insgesamt eine recht junge Mannschaft. Und jetzt wird doppelt getauscht. Neben Ango kommt auch noch ein zweiter Mann hinein beim SV Oberachern, nämlich Maximilian Weiß, auch einer fürs zentrale Mittelfeld. Und runtergegangen sind Fritz und, wenn ich es richtig gesehen habe, auch Buedin. Also zwei mehr oder weniger positionsgetreue Wechsel beim SV Oberachern. Weiß wird wahrscheinlich dann auf die rechte Schienenspielerposition von Fritz gehen und anstelle von Buedin ist das dann im zentralen Mittelfeld in 1:1 Wechsel mit Ango. So, weiter geht's mit dem SC Freiburg. Links Höhe, Strafraum von der Grundlinie, kommt die Flanke von Günther, Schussmöglichkeit, Höhler, klasse Parade von Redl vom Elfmeterpunkt aus, der Schuss aufs rechte untere Eck. Aber Redl ist da, macht sich lang und wehrt ihn ab zur Seite. Nochmal, der SC Freiburg mit Grifo, Höfler, Doan und Eggestein am rechten 16er Eck. Jetzt schon im Strafraum drin, Flanke wird aber geblockt von den Oberachernern. Ball halb links rein in den 16er. Und da kommt Scholloy an den Ball. Im Zweikampf mit rechts, Rückpass auf Lienhardt, der quer in die Mitte, 25 Meter Zentralhöfler, nochmal Eggestein, Pass in den rechten 16er Teil, das ist Doan, der zieht rechts zur Grundlinie, flach an den Fünfer und dann säbelt Höhler am Ball vorbei. Nochmal die Freiburger mit Ginter, 25 Meter Mittelschuss, aber weit am rechten Pfosten, halb hoch vorbei. Abstoß für den SV Oberachern. Noch knapp 20 Minuten sind zu spielen. Gibt's hier noch einen Treffer für den SVO? Wird das Ganze hier tatsächlich verlängert oder zittert sich der SC Freiburg irgendwie in die zweite Runde? Aktuell sieht es eher nach Letzterem aus. Der SCF im Mittelkreis. Am Ball mit Ginter, quergelegt auf Cedia. Das Ganze wie auch in der ersten Hälfte eine Dreierkette hinten mit Doan als rechtem Schienenspieler und Günther als linkem. Günther, der ja zur 55. Minute in die Partie hineingekommen war. So kommen die Freiburger halb links nahe der Mittellinie an den Ball, allerdings ist er wieder weg. Aber so richtig nach vorn kommt jetzt halt nichts mehr von Oberachern. Vielleicht können sie sich nochmal mit einem Angriff irgendwie nach vorne durchschleppen und einen Freistoß rausholen oder einen Eckball. Das wär's
für den SV Oberachern. So ist aus meiner Sicht dann noch der Ausgleich möglich. Ansonsten aus dem Spiel heraus wird es wohl eher schwierig. Da merkt man dann schon, dass die Kräfte schwinden. Und sie haben ja auch hier wirklich Gas gegeben. Beispielsweise Nil Hauser, der lauffreudigste Spieler auf dem Platz, der ist beim SV Oberachern unterwegs. Der schnellste Spieler, Stefotic, der auch die meisten Sprints gezogen hat. Also, das ist dementsprechend aufwendig und anstrengend und von daher kann ich mir das gut vorstellen, dass da nicht mehr allzu viele Körner im Tank sind. Aber vielleicht strafen sie uns ja Lügen, die Oberachaner. Jetzt kommt erstmal wieder der SCF über Sidia. Rechtes Halbfeld, 30 Meter bis zum Tor. Läuft erstmal Richtung Mittellinie zurück und passt ihn dann ganz nach hinten zu Atubolu, der in der ersten Hälfte schon das ein oder andere Mal eingreifen musste. Jetzt im zweiten Durchgang nicht mehr gefordert worden von den Oberachern. Grifo mit dem Seitenwechsel rechts raus. Kurz vorm Strafraum halb rechts, das ist Eggestein, wird von Hauser attackiert. Der zieht ihn und da kriegt der Freiburger auch den Freistoß. Der schon sehr lange am Arm gehalten wurde vom Gegner. Und damit wieder eine interessante Standardsituation für den SCF, der in der Rückrunde mir auch schon nicht mehr so gut im Offensivspiel gefallen hat. Es war mir teilweise etwas zu defensiv. Klar, bei Standards waren sie auch da sehr, sehr gut. So haben sie einige Punkte mitgenommen. Aber wenn sie spielerisch den Ticken besser gewesen wären, vielleicht hätte es dann tatsächlich für die Champions League gereicht. So trotzdem für einen starken fünften Platz und die Europa League. So, jetzt Freistoß, halb rechts, 20 Meter Schuss von Günther. Von der Mauer abgefälscht worden ins Tor aus. Deswegen wird es den Eckball für den SC Freiburg geben von der rechten Seite und der Kapitän und Torschütze Christian Günther wird das machen. Mit dem linken Fuß an den ersten Pfosten in der Mitte abgewehrt per Kopf. Nachschuss, Aufsetzer von Scholloy aus 14 Metern zentral. Ball springt dann noch einmal auf am 5-Meter-Raum und hüpft letztendlich über den Kasten von Marc-Patrick Redl drüber, der 9 von 10 Torschüssen auf seinen Kasten entschärfen konnte. Einmal nichts bei diesem Schuss, diesem herrlichen von Günther in der 60. Minute. War er machtlos, da ging nichts. Und Nil Hauser ist jetzt runtergegangen für ihn. Barnik in der Partie. Der hat ja im südbadischen Landespokal alles klar gemacht. Kam da auch rein und schoss kurz vor Schluss das 3:0, die endgültige Entscheidung gegen Willingen. Und jetzt Redl mit einem Fehlpass. Chance für die Freiburger. Zentral im 16er. Schuss links unten ins Tor. Scholloy mit der Entscheidung. Da sah der Torhüter der Gäste beziehungsweise Gastgeber nicht gut aus. Freiburg schaltet schnell um und Scholloy macht am Ende das Tor. Eine knappe Viertelstunde vor dem Ende ist das Spiel wohl entschieden. 2:0 für den SC Freiburg. Das tut mir leid für den Oberachener Torhüter, der hier ein sehr gutes Spiel gemacht hat, aber der den Ball da nach dem Pass vom Mitspieler direkt zum Gegner passt, halb links Richtung Grifo und der schaltet schnell sofort ins Zentrum gespielt auf Scholloy, der schüttelt seinen Gegenspieler ab, geht rein in den 16er und schießt dann aus etwa 13 Metern zentraler Position den Ball links unten rein und die Freiburger Fans, die haben Humor, die skandieren jetzt Auswärtssieg, Auswärtssieg im Freiburger Dreisamstadion. Ist ja streng genommen auch ein Auswärtsspiel für den SCF, dass er wohl gewinnen wird. 2:0 jetzt die Führung. Also, es sieht danach aus, als würde es dann doch hier keine Überraschung geben. Trotzdem
Verdienst der SV Oberachern für diesen Auftritt. Sehr, sehr viel Respekt. Das war auch letztes Jahr nicht total schlecht gegen Borussia Mönchengladbach. Auch da haben sie ordentlich mitgehalten. Aber natürlich, so ein Ergebnis tut dann schon auch weh. Von 1:9. Heute haben sie es viel, viel offener gehalten. Und ich glaube, allzu viele Gegentore werden sie hier nicht mehr schlucken. Und dann können sie mit einem guten Gefühl nach Hause fahren. Vielleicht trinken die Oberachener ja nach der Partie noch das ein oder andere kalte Etwas mit den Kollegen vom SCF. Zumindest das ein oder andere Wässerchen dürfte da drin sein. Und so entwickelt sich dann vielleicht noch mehr, nicht nur eine Fan-, sondern auch eine Spielerfreundschaft. Marvin Ludwig, der größte Freiburger Fan im Kader des SVO, holt sich vermutlich dann auch noch das ein oder andere Autogramm oder Foto oder was auch immer ab. Er hätte die Freiburger in der ersten Hälfte ganz besonders ärgern können. Mit seinem Kopfball, als er knapp im Abseits stand, das Tor dann nicht gezählt hatte, zurecht. Und seinem Pfostenschuss per Freistoß von der Strafraumgrenze. Jetzt in der zweiten Hälfte haben die Freiburger dann gezeigt, wer Herr in diesem Hause eigentlich ist, auch wenn sie hier offiziell ja nicht der Gastgeber sind im Dreisamstadion der langen Spielstätte des SCF. Und Grifo verlagert nochmal rechts heraus auf Doan. Aber der Ball segelt neben der Eckfahne ins Tor aus, wird Abschluss geben für die gastgebende Mannschaft, den SV Oberachern, mit Torhüter Marc-Patrick Redl, der hier auf der Linie wirklich ein vernünftiges Spiel abgeliefert hat, aber eben hier dieses eine Mal im Aufbau nicht gut aussah. Den Ball direkt in die Füße des Gegners befördert hat und dann chancenlos war beim Schuss von Roland Soloy, der eiskalt geblieben ist vor dem gegnerischen Torhüter. Nochmal die Oberachener mit einem Vorstoß über den linken Flügel, aber abgewehrt durch den SCF mit Cedilla. Der Ball ist jetzt im Seitenaus und vielleicht gibt es noch eine kleine Verletzungsunterbrechung da. Ein Oberachener liegt am Boden, zuvor erstmal ein Wechsel beim SCF, beziehungsweise gleich ein Dreifachwechsel, also da wird gut getauscht. Doan ist runter, Eggestein ist runter, Janik Keitel kommt unter anderem rein, Kübler kommt rein, Soloy geht noch runter, der hat gerade dieses Spiel wohl entschieden. Und dafür kommt dann auch noch Bräunig in die Partie. Ein Stürmer, der eigentlich in der zweiten Mannschaft unterwegs ist. Also nochmal ein munteres Wechselspielchen beim SCF. Kübler geht auf die rechte Schienenspielerposition. Wird da gleich nach einem Einwurf geschickt. Und dann geht's wieder hinten rum beim SC Freiburg, der jetzt also nicht mehr tauschen kann. Vorhin ja schon der Doppelwechsel, jetzt dieser Dreifache. Wenn, dann in einer möglichen Verlängerung. Da gäbe es noch eine Option. Aber von der gehen die Freiburger mutmaßlich jetzt nicht mehr aus. 8 Minuten vor dem Ende mit einer 2-0-Führung gegen einen Fünftligisten. Das sollte nach menschlichem Ermessen reichen. Nochmal Freiburg mit Höhler links an der Grundlinie. Pass auf Günther, der bringt ihn flach Richtung Bräunig an den Fünfer, aber geklärt erstmal von den Oberachernern. Die haben ihn rechts nahe der Mittellinie und vielleicht gibt es nochmal einen Angriff über Stefotic, aber abgefangen von den Freiburgern. Als letzter war der neue Mann Barnik am Ball. Gastgeber, die können nochmal tauschen vom SV Oberachern. Bislang mit
drei Wechseln in dieser Partie. Also zwei neue Spieler können noch kommen und ich denke, das wird der Trainer Fabian Himmel dann auch spätestens kurz vor Schluss noch machen, auch wenn es dann vielleicht taktisch gar nicht so sinnvoll mehr ist, aber ich denke, er möchte so vielen Spielern wie möglich die Chance geben, hier noch ein bisschen DFB-Pokalluft zu schnuppern. Aber erst einmal haben die Freiburger den Ball in der eigenen Hälfte mit Arthur Bolu, der rollt ihn ab, rechts heraus zum neuen Mann, zu Lukas Kübler, der da also 1:1 die Position von Linz Doan übernommen hat. Und dann das Zusammenspiel dort in zentraler Position mit Höfler beim SC Freiburg. Noch einmal, starke Aktion von Höhler, der wird dann am Trikot gezogen und es gibt dann natürlich auch die gelbe Karte für den Mann mit der 27, das ist Ango. Und so wird es dann noch den Freistoß geben für den SC Freiburg in vorzüglicher Position. Und es wird nochmal gewechselt beim SV Oberachern. Guedin verlässt den Rasen und für ihn kommt in die Partie Janis Hanek und Benedikt Asam bekommt die Chance im Mittelfeld noch mal ein bisschen zu spielen für Nico Huber. Diesmal nicht getroffen. Letzte Saison ja für das eine Tor gesorgt gegen Borussia Mönchengladbach. Heute war er durchaus auch mal nah dran mit einem Weitschuss aus dem Mittelkreis raus. Jetzt Freistoß Freiburg. Halbrechte Position, 20 Meter Torentfernung. Grifo in die 5-Mann-Mauer rein. Gelöffelt. Aber nochmal, der SCF mit Bräunig überlässt am linken Strafraum-Eck Keitel, dann Höhler. Wieder Bräunig, Rücken zum Tor, Höfler halb links, 25 Meter. Dann Keitel, Höhler links an der Grundlinie. Im Zweikampf mit Recht, aber der Oberachener macht das gut, kann den Ball da für seine Mannschaft erobern. Passt ihn dann aber wieder zum Gegner an der Mittellinie. Wieder die Freiburger am Ball. Also beide Mannschaften haben jetzt ihr Wechselkontingent komplett ausgeschöpft, jeweils fünfmal getauscht. In einer möglichen Verlängerung wäre noch ein weiterer Wechsel möglich. Spielstand 2:0 für den SC Freiburg. Beide Mannschaften lassen es jetzt entspannt ausklingen. Es sind noch gut 3 Minuten plus Nachspielzeit. 2:0 die Führung für den SC Freiburg, der hier in der ersten Hälfte Riesenprobleme hatte mit dem SV Oberachern. Der Fünftligist sogar mit der besten Chance durch Ludwig und einem Pfostenschuss nach Freistoß im zweiten Durchgang. Da haben die Freiburger dann gezeigt, wer hier der Erstligist ist. Haben getroffen durch Günther in der 60. und Soloy in der 77. Das Spiel ist entschieden, kurz vor Schluss. Aber vielleicht gibt es ja sogar noch den Ehrentreffer für den SV Oberachern. Letzte Saison, da gab es eben dieses eine Tor. Natürlich hat dann Gladbach beim Stand von 8:0 auch nicht mehr ganz so diszipliniert verteidigt, wie das jetzt der SC Freiburg tut, weil die Mannschaft von Christian Streich weiß natürlich genau, wenn hier noch ein Tor fällt für den SV Oberachern, arg viel Zeit haben sie zwar nicht mehr, aber dann wird es natürlich nochmal lustig in der Nachspielzeit und das wollen die Freiburger eher humorlos nicht zustande kommen lassen und probieren es jetzt selber nochmal nach vorne mit Höfler, allerdings mit einem Fehlpass ins Seitenaus, nahe des rechten Strafraum-Ecks. Er wird ja zum Ligaauftakt gegen die TSG Hoffenheim nicht mit von der Partie sein nach seiner roten Karte am
33. Spieltag gegen Wolfsburg. Nochmal Freiburg mit Bräunig. Klasse Pass an den Elfmeterpunkt. Kommt Günther nicht mehr ganz ran. Landet in den Händen. Dieses flache Zuspiel von Torhüter Marc-Patrick Redl. Der wird auch nochmal gefeiert vom Stadionsprecher. Das hat er sich verdient mit einer guten Partie. Einmal beim 0:2, da sah er dann nicht so überragend aus mit dem Ball am Fuß. Aber da kann er bestimmt auch froh sein, dass es das 0:2 und nicht das 0:1 war. Sonst hätte es ihm sicherlich noch deutlich mehr wehgetan. So wäre es trotzdem schwer geworden für Oberachern, hier nochmal zurückzukommen. Mit dem 0:2 war das Spiel dann auch gelaufen. So, wir sind in der letzten regulären Spielminute. Bin gespannt, ob der Schiedsrichter hier noch eine üppige Nachspielzeit draufpackt, Richard Hempel. Ich denke, er muss ein bisschen was oben drauf geben, denn rein theoretisch hat Oberacher natürlich noch eine Chance, hier den Ausgleich zu erzielen. Wahnsinnig viele Unterbrechungen gab es nicht. Zwei Treffer, also so um die 3 Minuten, denke ich, werden nachgespielt werden. Und jetzt gibt es vielleicht nochmal eine Konterchance für den SV Oberachern. Mit rechts passt ihn links an die Außenlinie. Das ist Stefotic, Mitte der gegnerischen Hälfte schon. Mit dem hohen Seitenwechsel. Stark auf recht am rechten 16er Eck. Mit der nächsten Flanke auf Stefotic und der mit dem Seitfallzieher halb links im Strafraum schießt. Dabei Sidia ab und holt nochmal für seine Mannschaft einen Eckball raus. Das wird frenetisch gefeiert von den eigenen Fans. Nochmal eine spektakuläre Aktion von ihm. Stefotic mit einer guten Partie da vorne drin. Hat natürlich nicht so viele Bälle bekommen, aber was er mit dem Ball so angestellt hat, das sah oft ganz nett aus. So, und jetzt gibt es noch diesen Eckball von der linken Seite. Kann es nochmal spannend werden, wenn er reingeht. Von der linken Seite an den 5-Meter-Raum. Aber der Ball geht ins Tor aus erneut. Als letzter war ein Freiburger am Ball, nämlich Kübler. Also nochmal Ecke. Diesmal kurz ausgeführt. Ball segelt an den 5-Meter-Raum. Kopfballabwehr durch Ginter. Nachschussschuss halb links. 25 Meter Torentfernung. Volley. Wieder Stefotic, Ball segelt aber 2-3 Meter am Tor vorbei. Und der Stadionsprecher macht nochmal ein bisschen Stimmung, möchte da seine Fans nochmal animieren. Wir sind in der Nachspielzeit, 1 Minute davon ist schon abgelaufen. Es geht Laola durch das Freiburger Dreisam-Stadion. Nach einer unterhaltsamen Partie, die der Fünftligist weitaus spannender gemacht hat, als es im Vorfeld erwartet wurde. Und die Freiburger, die müssen sich natürlich in der Bundesliga deutlich steigern. Da geht es also am Samstag dann in Hoffenheim los für den SV Oberachern. Am Mittwoch daheim gegen Mutschelbach in der Oberliga Baden-Württemberg. Da will man sich dann nach dem 1:4 gegen Göppingen auch wieder besser präsentieren und die ersten Punkte in dieser Saison mitnehmen. So, 2 Minuten der Nachspielzeit sind vorbei und damit reicht es dem Schiedsrichter Richard Hempel dann auch. Die Partie ist zu Ende. Der SC Freiburg gewinnt am Ende natürlich verdient mit 2:0 in Oberachern. Christian Streich zieht da erstmal eine Miene, als hätten sie das Spiel verloren, trinkt einen Schluck aus seiner Pulle, aber am Ende ist es aus Freiburger Sicht ja doch gut ausgegangen. 2:0 der Sieg, Günzer und Scholloy die Torschützen. Der SV Oberachern hat sich teuer verkauft. 2:0 für Freiburg.